Der gestohlene Heller, ein Märchen der Gebrüder Grimm. Es saß einmal ein Vater mit seiner Frau und seinen Kindern mittags am Tisch, und ein guter Freund, der zu Besuch gekommen war, aß mit ihnen. Und wie sie so saßen und es 12 Uhr schlug, da sah der Fremde die Tür aufgehen und ein schneeweiß gekleidetes, ganz blasses Kindlein hineinkommen. Er blickte sich nicht um und sprach auch nicht, sondern ging geradezu in die Kammer nebenan. Bald darauf kam es zurück und ging ebenso still wieder zur Türe hinaus. Am zweiten und am dritten Tag kam es auf eben diese Weise. Da fragte endlich der Fremde den Vater, wem das schöne Kind gehörte, das alle Mittage in die Kammer ginge. »Ich habe es nicht gesehen«, antwortete er, »und wüsste auch nicht, wem es gehören könnte.« Am anderen Tage, wie es wieder kam, zeigte der Fremde dem Vater, der sah es aber nicht, und die Mutter und die Kinder, alle sahen es auch nicht. Nur der Fremde auf, nun stand der Fremde auf, ging zur Kammertür, öffnete sie ein wenig und schaute hinein. Da sah er das Kind auf der Erde sitzen und emsig mit den Fingern in den Dielenritz graben und wühlen. Wie es aber den Fremden bemerkte, da verschwand es. Nun erzählte er, was er gesehen hatte, und beschrieb das Kind ganz genau. Da erkannte es die Mutter und sagte, »Ach, das ist mein liebes Kind, das vor 4 Wochen gestorben ist.« Sie brachen die Dielen auf und fanden 2 Heller, die hatte einmal das Kind von der Mutter erhalten, um sie einem armen Mann zu geben. Es hätte aber gedacht, dafür kannst du dir ein Zwieback kaufen, die Heller behalten und in die Dielenritze versteckt. Und da hatte es im Grabe keine Ruhe gehabt und war alle Mittage wiedergekommen, um nach ihren Hellern zu suchen. Die Eltern gaben darauf das Geld den Armen, und danach ist das Kind nicht wieder gesehen worden.